Die sogenannten Bauernproteste haben die Medien und die Schlagzeilen in den letzten Tagen und Wochen klar dominiert. Also wenn man davon absieht, dass Franz Beckenbauer gestorben ist und die AfD sich mal wieder als Nachfolgepartei der NSDAP platziert hat, nachdem bekannt wurde, dass sie sich bei einem geheimen Treffen schon mal darüber geeinigt haben, dass man Menschen abschieben sollte, Deutsche abschieben sollte, die ausländische Wurzeln haben oder auch einfach politische Feinde sind. Nun, ist auf jeden Fall bitter gelaufen, glaube ich, für die AfD, weil man sich natürlich was ganz anderes erhofft hat von den Bauernprotesten, weil man natürlich den Wut und natürlich den ganzen Zorn mitnehmen wollte, um ihn zu kapitalisieren, um dieses ganze Scheißsystem zu stürzen. Ja, oder zumindest blaubraune Wählerstimmen zu generieren. Und mal ehrlich, die AfD hat sehr hart genau dafür gearbeitet. Okay, sie hat zumindest gearbeitet. Und weil sichere und gesunde Ernährung aus heimischem Anbau nicht im Interesse der Globalisten ist. Was für Vorteile Insekten haben, wie ressourcenschonend diese Insekten auch sind. Wenn so ein Kalb oder so ein Lamm sie nett anguckt, warum soll man das essen, aber die Heuschrecke nicht? Und die Landwirtschaft ist ja die Wirtschaft, die uns unsere gesunden Lebensmittel hier regional vor Ort produziert, die gilt es zu schützen. Unsere Landwirtschaft schützt nebenbei auch noch unsere Kulturlandschaft. Wir lassen nicht zu, dass unsere Landwirtschaft kaputt gemacht wird. Das Ganze muss renationalisiert werden. Die Unterstützung der Landwirtschaft, wie wir gesagt haben, Agrardieselkürzungen, die müssen wieder vom Tisch. Die Bürokratisierung muss abgebaut werden, dass der Landwirt wie jeder andere auch von seiner eigenen Hände Arbeit wieder leben kann. Bleiben wir jetzt dran. Für unsere Bauern. Sehr guter Clip von AfD-TV. Und jetzt schauen wir mal, wer im Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags sitzt, der am 15.12. dem Bundestag den Vorschlag einstimmig gemacht hat, dass man die Steuervergünstigungen für Bauern zurücknehmen sollte. Schauen wir mal, wer auf der Liste steht. Da, oh, zufällig eine Liste gefunden, wo das draufsteht. Ich lese das einfach mal vor, weil ich mir die Namen sicherlich nicht merken kann. Wer war denn da so mit dabei? Zum Beispiel Dr. Ingeborg Gräßle, CDU-CSU. Christian Haase, CDU-CSU. Carsten Körber, CDU-CSU. Dr. Silke Launert, CDU-CSU. Josef Rief, CDU-CSU. Ulrike Schielke-Ziesing, AfD. Dr. Michael Espendiller. Auch AfD. So, so. Union und AfD-Politiker haben das einstimmig mit beschlossen. Die Bauern haben unsere volle Unterstützung, weil die Ampel die Produktionsfähigkeit, die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaft gefährdet. Ja, blöd jetzt natürlich. Weil was hat der junge Mann mit den perfekten Zähnen gerade eben vorher gesagt? Das Ganze muss renationalisiert werden. Die Unterstützung der Landwirtschaft, wie wir gesagt haben, der Agrardieselkürzungen, die müssen wieder vom Tisch. Ja, was nun, liebe AfD? Hü oder Hot? Bauer oder nicht Bauer? Das ist hier die Frage. Oder Moment, kann es sein, dass ihr nur versucht habt, die Bauernproteste für euch politisch zu kapitalisieren und so ein bisschen zu missbrauchen, um eure eigene Agenda voranzutreiben? Und kann es sein, dass die Bauern gesagt haben, dass sie gar keinen großen Bock auf euch haben? Wir stehen hinter bäuerlichen Protesten, aber müssen derzeit zusehen, wie unsere Not von rechts instrumentalisiert wird. Wenn man jetzt ruft, die Ampel muss weg, lenkt es nur ab von den letzten Jahrzehnten miserabler Agrarpolitik. Wir brauchen keine gewalttätigen Umsturzfantasien von rechts. Wir wollen demonstrieren mit Haltung und Anstand, denn Ampel weg bedeutet auch, dann gilt wieder rechts vor links und das kann nun wirklich niemand von uns wollen. Bitte teilt dieses Video, zeigt euch solidarisch mit Bäuerinnen und Bauern und zeigt klare Kante gegen rechts. Dieser Clip der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft geht aktuell auf Instagram durch die Decke. Der geht viral und in dem eben distanzieren sich die jungen Bäuerinnen und Bauern doch relativ deutlich von der AfD und dem rechten Gedankengut. Gut, haben natürlich die Bauernverbände auch gemacht und am Ende ist es halt ein Lippenbekenntnis, wenn man dann nicht dafür sorgt, dass auf den Demos, die man organisiert, halt trotzdem Traktoren und Bauern und Leute mitfahren, die Galgen mit der Ampel vor sich herfahren oder die zum Sturz der Regierung auf
rufen oder von großer Umvolkung oder was auch immer sprechen. Dann ist es halt ein Lippenbekenntnis. Aber es ist zumindest eine Geste. Eine Geste, die ganz gut funktioniert. Und wenn ich meine, dass es gut funktioniert, dann meine ich damit, dass auf der Lieblingsplattform der neuen Rechten im Internet, TikTok, relativ viele Leute jetzt rumheulen. Ja, teilweise bin ich enttäuscht, ich bin fassungslos und irgendwie konnte ich auch meinen Augen nicht trauen, was ich da nur sehe. Ihr habt es gesehen, ich habe ein Live gemacht auf der Demo in Hamburg und es ist irgendwie erschreckend, dass wir es in der Millionenmetropole nicht einmal geschafft haben, eine Straße von der Reeperbahn bis hinten zum Michel alles hoch. Ihr seht es selber, also ich muss sagen, es ist beschämend. Es ist beschämend, ja. Hier ist nichts los, hier stehen ein paar LKWs, der Peter kann es euch sagen. Das war's. Und ich muss ganz einfach sagen, was ich gestern in München auch mitgekriegt habe von den Leuten. Ja, die Leute in München, denen geht es noch zu gut. Denen geht es einfach noch zu gut, ja, und sie bewegen sich nicht. Der Deutsche Bauernverband distanziert sich aufs Schärfste von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen Extremrandgruppen und Spinnern, die unsere Aktionswochen kapern und unsere Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen. Wie ich das gelesen habe, da ist mir schlagartig der Hals trocken geworden. Und ja, das ging mir mal gerade gar nicht. Überlegt euch gut, was ihr macht, ihr Herren vom Bauernverband oder Bauernverein, ob ihr wirklich so lieb und brav euren Protest durchziehen wollt oder ob ihr ein bisschen weitergeht und wirklich alles lahmlegt. Die Bauern müssen hier ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und wirklich 4 Wochen, 8 Wochen den Verkehr in Deutschland zum Erliegen bringen. Es sind nicht nur die Autobahnauffahrten, die sind schon fast zweitrangig. Sie müssen sich stürzen auf die Autobahnkreuze. Ost, West, Nord, Süd den Verkehr komplett zum Erliegen bringen. Und nach 4 Wochen steht die Ampelregierung nicht nur mit dem Rücken an der Wand, sondern da wird sie wahrscheinlich auch zurücktreten müssen, beziehungsweise es werden Neuwahlen aufgerufen, weil es kann nicht ersichtlich oder es kann nicht auf Dauer gegen den Mehrheitswillen des Volkes regiert werden. Ja, die Gefühlslage einiger Rechter im Internet lässt sich mit diesem tollen Clip, den ich ebenfalls auf TikTok gefunden habe, ganz gut zusammenfassen. Keine Sorge übrigens, bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Also, fassen wir zusammen. Die extreme Rechte in Deutschland hat versucht, die Bauernproteste für ihre eigenen Ziele und Anliegen zu kapern, um sie zu kapitalisieren für politischen Mehrwert. Was? Ah ja, und der Bruder einer extremen rechten Kraft in der deutschen Politik war natürlich auch anwesend. Ja, wir sind hier schon bei der Bauerndemo am Brandenburger Tor. Die Bauern kommen gerade, hier sind die Röhner, dort sind die Hesse. Nicht vergessen, es war alles der Bruder. Der Bruder. Die Weste vom Hupsi Aiwanger, die ist so weiß, die kannst du mit Perwoll gar nicht so schön weiß waschen, wie dem seine weiße Weste ist. Der Bruder, habt ihr gehört? Es war der Bruder. Wo waren wir? Ja, genau. Also die Bauern riefen zum Protest, zur Demo. Und in ganz Deutschland kamen Tausende zusammen. Allein in Berlin Zehntausende. Sprengten alle angemeldeten Grenzen und machten aus einer Kundgebung eine Massendemonstration. Für Miteinander, für Liebe, gegen Ausgrenzung und gegen Hass. Ja, und ich spreche natürlich hier über die Demos gegen die Alternative für Deutschland und ihre Deportationspläne, die relativ spontan in vielen deutschen Städten stattgefunden haben und wie gehabt, Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende auf die Straßen gebracht haben. Vielen Dank an alle, die dabei waren. War saukalt teilweise, ich habe mir aus dem Gesicht abgefroren, aber es war ein schönes Zeichen. Aber natürlich auch dem Ruf der Bauern und ihrer Bauernverbände folgten tausende Traktoren und ganz viele Leute im Internet, die von Landwirtschaft am Ende so viel verstehen wie ich. Aber das klingt vielleicht jetzt so, als würde ich die Bauernproteste in irgendeiner Form schlecht reden wollen. Das möchte ich gar nicht tun. Denn die Bauern haben ein Recht zu demonstrieren und sie haben ein Recht, auch sich Gehör zu verschaffen. Man kann über die Art und Weise des Streiks oder Demonstrationen sicherlich streiten.
Aber am Ende dürfen sie es natürlich tun. Gut, wenn man sich natürlich überlegt, es ist natürlich schon so ein bisschen der Kampf der Scheinriesen, ne? Weil natürlich ist es ziemlich einfach mit unübersehbaren, tonnenschweren Landgeräten. Da stellst du 3 Stück auf eine Landstraße, dann ist die dicht. Dadurch kannst du natürlich gewaltige Staus erzeugen mit einem Fingerschnipp. Da brauchst du 2 LKWs und dann ist die Sache erledigt. Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße zu bringen und das spontan, ist halt eine andere Baustelle. Und ich bin sicherlich nicht der Otto-Normalbürger. Aber ich habe es so wahrgenommen, als wäre das am ersten eine große Fahrzeugschau und Werbung für Fendt gewesen. Und an dieser Stelle, geil Scheiß, der Aktienkurs des Konzerns AGCO, A-G-C-O, zu dem auch Fendt, also als Marke gehört, der erreichte seinen Jahreshoch im jungen Jahr 2024 wohlgemerkt zu den Bauerndemos hin. Oder anders gesagt, da waren relativ viele Leute scheinbar unterwegs, die gesagt haben, das sind Bauerndemos, da kaufen wir uns Fendt-Aktien oder beziehungsweise Aktien von der Firma, zu denen Fendt gehört, hoffen auf einen Gewinnsprung, der dann auch kam, und dann haben sie den mitgenommen und die Aktien verkauft. Und da soll noch einer sagen, Kapitalismus funktioniert nicht. Verrückt. Aber am Ende denke ich, dass die Bauern erreicht haben, was sie erreichen wollten. Sie waren ein großes Gesprächsthema. Nicht nur in den Medien, sondern auch gesellschaftlich. Man konnte quasi nirgendwo hingehen, wo nicht darüber gesprochen wurde, dass jetzt Bauern streiken und demonstrieren. Und das ist ein großer Erfolg. In der Medienwelt spricht man immer von so etwas, was nennt sich Medienwert. Also wie viel Wert habe ich jetzt gerade mit irgendwas erzeugt, wofür ich sonst Summe X bezahlen müsste, um eben durch Werbung das Gleiche zu erreichen. Großer Medienwert ist immer gut. Donald Trump ist ein König des Medienwerts. Oder zum Beispiel Red Bull, als der Herr Baumgartner aus dem All mit dem Fallschirm zurückgesprungen ist. Ein gewaltiger Medienwert für den Konzern. Und eben auch die Bauerndemos, die haben damit einen gewaltigen Medienwert erzeugt, der um Welten größer ist, als sie jemals an Spritkosten hätten verfahren können. Und das an sich ist sicherlich schon ein großer Sieg für die Bauernverbände, muss man so deutlich sagen. Und hey, Teile der auch von Union und AfD vorgeschlagenen Rücknahmen von den Steuervergünstigungen sind ja jetzt auch schon wieder vom Tisch. Kfz-Steuer. Also auch da politisch Erfolg gehabt. Man könnte sagen, Mission accomplished. Oder? Schaut euch mal den Clip von Björn Banane an. Ja, und wie sich dieser Landwirt freut, dass Björn Banane jetzt bei ihm ist. Seid ihr auf dem Weg nach Berlin? Ja. Sehen wir uns morgen in Berlin? Ja, aber da wird so viel los sein. Machen sich alle aus eurer Gemeinschaft auf den Weg? Ja, sind viele unterwegs? Fahren wir sind alternative Medien. Wir machen einfach die Sache, damit es das, was die Mainstream-Medien leider nicht erwähnen, dass wir einfach auch ein bisschen die Sache nicht ganz so gesteuert zeigen, sondern so, wie sie sind. Magst du mal runterkommen, noch mal kurz mit mir reden? Ich hab nicht viel Zeit. Und ja, der Björn, Björn Winter, ist ein König der Suggestivfragen. Na, besonders, es wird langfristig nicht mehr erwünscht sein, dass es Landwirtschaft gibt. Es wird die totale Abhängigkeit gerade aufgebaut und konstruiert. Ja, deswegen, wir wollen ja gar keine Subventionen. Ne? Wir wollen ja eigentlich nur unsere Produkte gut bezahlt bekommen. Ne? Genau, wenn es eine ordentliche Politik gäbe, bräuchtet ihr auch keine Subventionen, dann könnte der Bauer sich selber erwirtschaften. Wir wollen die auch gar nicht, die Subventionen. Ne? Wenn ich das immer manchmal lese, ja, jetzt fahren sie mit den subventionierten Diesel dahin, aber wir wollen es ja gar nicht haben, aber die Sache ist ja ganz einfach, wir brauchen es ja. Das ganze Interview muss man sich wirklich nicht geben, ich habe es mir ganz angeschaut, glaubt mir, man muss es sich nicht geben, aber ich fasse es euch kurz zusammen. Der Mann, der da auf diesem Traktor sitzt, ist der Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Der fährt quasi beruflich zur Demo. Und der Banane versucht ihm die ganze Zeit Dinge aus der Nase zu ziehen, die er einfach nicht sagen möchte, beziehungsweise an die er wahrscheinlich auch einfach nicht glaubt. Unter anderem eben möchte er von ihm hören, dass die ganze Scheiß-Regierung und die Ampel weg muss. Sagt er nicht. Er sagt zwar, dass man die AfD durchaus wählen könne, aber eigentlich, dass er FDP gewählt habe. Und er kommt aus Thüringen, da wird die AfD sicherlich eine große Nummer werden. Aber eigentlich, sagt ja der Bauernverband, sollte man die nicht wählen, weil, ja, rechte Partei halt. Und er ist immer so ein bisschen ambivalent bei dem ganzen Thema. Und dann versucht der Björn Banane ihm eben lauter Dinge zu unterstellen und versucht ihn sagen zu lassen, so nach dem Motto, dass man jetzt den großen Streik sucht, um die Regierung zu stürzen eben. Oder dass die Medien versuchen, jeden von ihnen als Nazis hinzustellen. Was halt, ja, nicht funktioniert. Aber am Ende macht er halt dann genau das,
Was er und andere rechte Umstürzler, wie eben Banane auch einer ist, weil der Vorwurf im neurechten Lager ist der. Die Medien und die linksgrün versiffte Öffentlichkeit versucht, die Bauern als Nazis hinzustellen, um ihren Protest unglaubwürdig zu machen. Aber im Endeffekt macht dann Björn Banane mit seinem Interview genau das Gleiche, was er den Medien vorwirft. Er versucht, diesen armen Mann als etwas zu framen, was er nicht ist. Aber es funktioniert eben nicht, weil er das Spiel nicht mitspielt von Björn Banane. Und es ist durchaus unterhaltsam, aber es ist jetzt auch nicht sehr sehenswert, ehrlich gesagt. Aber gehen wir mal davon aus, dass Björn Banane, der sich selbst freier Journalist nennt und eher damit meint, dass er ein gescheiterter Malotze-Sänger ist, der kurz mal nach Bulgarien abgehauen ist, halt jetzt nicht nur diesen einen Mann gefragt hat, sondern wahrscheinlich mehr Leute versucht hat anzuquatschen, und diese ganzen Versuche, sollte es sie gegeben haben, zeigt er nicht. Auf jeden Fall versucht Banane eben durch massive Suggestivfragen mit, ja, bist du nicht der Meinung, dass, und die Regierung ist doch scheiße, oder, diesen Mann zu framen. Und es funktioniert vorne und hinten nicht. Aber es bleibt eine Sache stehen, was Banane im Endeffekt den Medien vorwirft, aber selber hier deutlich tut. Der Versuch der Manipulation. Kurzum, viele Rechte haben auf den großen Knall gehofft, der nun endlich die verhasste Regierung aus dem Amt treiben wird. Angetrieben natürlich auch von der AfD, die da richtig getrommelt und richtig laut war bei dem ganzen Thema. Auch wenn sie hintenrum gar nicht so viel für Bauern übrig hat. Wie gehabt, haben für die Rücknahme von Steuervergünstigungen mitgestimmt, einstimmig, und schreiben in ihrem Parteiprogramm sogar, dass sie eigentlich ganze Subventionen einkassieren wollen. Weil am Ende ging es halt nie um die Bauern, sondern nur um die eigene politische Agenda. Und es war halt praktisch, dass da halt gerade die Bauern da standen mit ihren tonnenschweren, unübersehbaren Landfahrzeugen, die man wunderbar kapern kann und so ein bisschen das Ganze verkaufen kann als einen großen Generalstreik, um endlich zu zeigen, dass die Menschen in diesem Land aufstehen, um zu demonstrieren gegen die Unterdrückung dieses Staates. Und am Ende haben die Bauern, diese miesen Penner, doch wirklich gewagt, nur für das zu demonstrieren, was ihnen wichtig ist. Und nicht für einen aufgesetzten, rechtsextremen Kurs, den sie nie, nie selber definiert und formuliert haben und sich sogar öffentlich davon distanziert haben. Und auch der Bauernverband und die Bauern haben es geschafft, um es mit den Worten von Frau Strack-Zimmermann zu sagen, nicht in diesen Haufen Scheiße hineinzutreten. Auch zugegeben, wenn es auf manchen Demos in Deutschland sicherlich schon ein bisschen kotig gerochen hat. Am Ende bleibt aber eine Sache stehen. Nie wieder ist jetzt. Und mal ganz ehrlich, den ganzen Stress und den ganzen Mühen, die mit den Bauerndemos einhergegangen sind, frustrierte Rechte im Internet danach heulen zu sehen, war das alles wert. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne hier ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr und natürlich empfehlt den Kanal weiter. Das hilft am allermeisten. Wirklich. Und wenn ihr jetzt gleich weiterschauen wollt, hier habe ich eben jetzt nochmal das Video zur Empfehlung verlinkt, wo es um die Bauerndemos geht und den Versuch, das Ganze zu kapern. Eben nicht nur von der AfD, sondern auch vom Dritten Weg. Und auch sehr interessante Aussagen von der Union mit drin, wenn man sich überlegt, dass die ja hier mit teilgenommen haben. Naja, okay. Sei es drum, wir sehen uns bald wieder. Tschö mit Ö. Euer Wolfi. Auf Wiedersehen.